Sehr geehrte Herren, die Bundestagswahl am 22. September, die nähert sich ja mit riesigen Schritten. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für einen kleinen Redaktionsbesuch. Matthias Niewes und ich, wir wollen Sie heute mit unseren Fragen löchern. Wir begrüßen aber auch nachdrücklich, wenn Sie sozusagen miteinander ins Gespräch dann auch kommen und diskutieren. Wir hätten für einen Einstieg in die Runde gerne, dass Sie sich vorstellen. Aber das ist die kleine Besonderheit vielleicht, dass Sie das gegenseitig tun. Das heißt, Herr Bosbach, ich würde Sie gerne bitten, den Kollegen von den Grünen vorzustellen, mit Namen, aber vielleicht auch mit einem Satz, das politische Programm zu benennen, also für das er in Ihren Augen steht. Und dann würde ich Sie bitten, sozusagen Herrn Außendorf, das umgekehrt zu tun. Und dann sind die beiden anderen Herren dran. Bitte schön. Ja, Mike Außendorf bewirbt sich, glaube ich, zum ersten Mal für Bündnis 90 Die Grünen um das Direktmandat im Rheinisch-Bergischen Kreis. Wir hatten bereits das Vergnügen, auf einer Podiumsdiskussion in Burscheid miteinander zu diskutieren, und was mir gefällt, da habe ich in anderen Wahlkreisen schon anderes erlebt, dass wir ordentlich miteinander umgehen, auch wenn wir unterschiedliche politische Auffassungen haben, aus unterschiedlichen politischen Richtungen kommen. Und ich glaube, in Burscheid erfahren zu haben, dass er sich nicht nur für die klassischen grünen Themen interessiert, die Grünen kommen ja aus der Ökologie und aus der Friedensbewegung, sondern dass auch gerade soziale Fragen für ihn von großem Interesse sind. Ja, Wolfgang Rosbach, CDU, der aktuelle Bundestagskandidat im Rheinisch-Bergischen Kreis. Ich glaube, Sie sind länger im Bundestag, als ich im Rheinisch-Bergischen Kreis wohne. 19 Jahre. 19 Jahre, ich bin vor 10 Jahren hergezogen. Was ich jetzt über Burscheid gesagt habe, kann ich nur zurückgeben. Ich habe die Atmosphäre da auch sehr als angenehm empfunden, aber trotzdem kontrovers. Ich denke, das sollten wir heute fortsetzen. Programmatisch beschäftigen Sie sich mit Innenpolitik. Und gerade was den Datenschutz der persönlichen Daten anbelangt, haben wir da, glaube ich, sehr unterschiedliche Positionen, die wir heute sicher ausarbeiten können. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob die so unterschiedlich sind. Ja, Herr Zausen, Sie sitzen hier für die SPD als Bundestagskandidat. Ich weiß nicht allzu viel über ihn, aber er ist ja auch hier im Stadtrat, so viel ich weiß, auch Fraktionsvorsitzender. Oder? Nee, Bürgermeister, stellvertretender. Stellvertretender Bürgermeister. Gut, politisches Programm habe ich festgestellt in den wenigen bisherigen gemeinsamen Diskussionen, dass sich das ja weitgehend mit dem, was von der SPD vertreten wird, deckt. Sie sind Familienvater und wohnen in Bergisch-Gladbach. Ja, Herr Dr. Ludemann ist meines Wissens 61 Jahre alt, wenn ich das richtig erinnere. Oh, danke schön, 67. Entschuldigung. Vater von 3 Töchtern und hat 4 Enkelinnen. Richtig, noch in Erinnerung. Ja. Ja, also die Positionen waren auch die der klassischen FDP, würde ich jetzt mal so sagen. Die FDP ist ja in den vergangenen Wahlkämpfen hier relativ stark gewesen. Also bis hin, also dicke, fette, zweistellige Ergebnisse. Jetzt habe ich gelesen, Sie wären mit etwas mehr als 10 zufrieden, dieses Mal in der Zeitung. Also ich habe das in irgendeiner Umfrage gelesen. Ja, viel mehr weiß ich jetzt persönlich leider nicht. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Sie für irgendwas kandidieren. Ich glaube, Sie haben sich schon mal... Nein, ich bin Mitglied des Kreistages, aber auf Bundesebene das erste Mal. Okay. Ja, also auch von mir erstmal herzlich willkommen hier in der Redaktion. Und meine erste Frage geht doch an Sie, Herr Bosbach. Noch nie sind Ihre Wahlplakate weniger beschmiert worden und noch nie hatten Sie weniger Ärger damit, dass Sie abgerissen worden sind wie in diesem Wahlkampf. Für mich ist das ein Indiz dafür, dass es auch ein sehr langweiliger Wahlkampf ist. Langweilig würde ich nicht sagen, aber auf Tumulte kann ich auch verzichten. Meine erste Bundestagswahl war die 1972, und wer sich an die Zeit damals erinnern kann, der kann sich noch an handfeste Auseinandersetzungen erinnern. Übrigens nicht nur beim Plakatieren, auch in den Ständen. Das brauchen wir wirklich nicht. Plakate werden in der Tat nur selten zerrissen oder beschmiert, und das ist auch gut so, das sagt auch etwas über den Umgang der Kandidatinnen und Kandidaten untereinander. Es ist richtig, ich kandidiere jetzt zum 6. Mal. Ich habe noch nie erlebt, dass Plakate von mir so selten demoliert worden sind wie jetzt. Die allgemeine Frage dahinter eben, ist es ein Wahlkampf, in dem das richtige Thema fehlt, das Thema, was der Aufreger ist? Ich glaube, insgesamt wird wenig über Inhalte gesprochen, viel zu wenig. Es wird eher versucht, von der jetzigen Regierung gerade nicht über Inhalte zu sprechen, denn es gibt ja eine ganze Menge, über die wir reden können und sollten. Ja, also nach meinem Empfinden ist das ähnlich. Also einmal mit den Plakaten kann ich Herrn Bosbach zustimmen. Wir haben auch verglichen mit anderen Wahlkämpfen, wir hatten jetzt 2 Großtafeln, die wir nachkleben mussten. Da hat es aber Pierre Steinbrück getroffen und nicht mich. Der Wahlkampf, es ist schwer, die Leute zu motivieren, sich über politische Inhalte zu unterhalten.
Wir haben ja auch keine großen handfesten Skandale, und die wir haben, die werden hinter verschlossenen Türen abgehandelt, also Geheimdienst und sowas, da geht halt wenig in die Öffentlichkeit hinaus. Derzeit, also insofern, ist es schwierig, die Menschen zu begeistern und auf den Weg zu bringen. Da ist natürlich die andere Frage. Ich meine, es gibt Menschen, die uns erzählen, naja, wenn ich an diesen Wahlplakaten vorbeifahre hier im Kreis, von denen es ja nicht zu wenig gibt, da sehe ich einen netten Kopf, der lächelt mich nett an, aber der Slogan sozusagen, mit dem kann ich dann auch wenig anfangen. Also das ist ja ein Vorwurf, den Sie wahrscheinlich öfters hören. Was soll mir dieser Satz jetzt sagen? Und was entgegnen Sie den Leuten, wenn die sagen, was soll ich mit Ihrem Slogan anfangen? Was soll ich mit unser Bester anfangen? Warum gibt es da keinen Weg, das sozusagen ein bisschen knackiger zu machen auf den Plakaten? Also zunächst einmal zum Wahlkampf. Ich mache genau die gegenteilige Erfahrung. Ich habe noch nie so gut besuchte Veranstaltungen gehabt wie in diesem Jahr. Zwischen 150 in Kürten und 800 in Paderborn. Meine letzte Großveranstaltung wird in Crailsheim in Baden-Württemberg sein. Zum Abschluss des Wahlkampfes, die rechnen mit einigen tausend Gästen. Und es ist richtig, dass es keine großen, hitzigen Auseinandersetzungen gibt, das vermisse ich aber auch nicht. Plakate haben ja nicht die Funktion, über politische Inhalte in allen politischen Themen zu informieren, sondern sie sollen darauf aufmerksam machen, am 22. September ist die Bundestagswahl, sie sollen die Kandidaten bekannt machen, da hat es einen Amtsinhaber, der schon fünfmal den Wahlkreis gewonnen hat, leichter als diejenigen, die zum ersten Mal antreten. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, wollen wir nicht dieses Mal auf Plakatierung komplett verzichten, wäre ich der Erste, der sofort dafür ist. Den Nachteil hätten aber dann die Bewerber aus den anderen Parteien, die nicht so bekannt sind. Ja, vielleicht darf ich da auch noch was zu sagen. Also ich denke, Plakate sind nicht das Wichtigste im Wahlkampf, aber es gehört einfach dazu. Man muss präsent sein, es hat wohl auch eine tiefenpsychologische Wirkung, wenn man da erscheint oder nicht. Langweilig finde ich den Wahlkampf allerdings nicht. Denn auch wenn es keine aktuellen Situationen gibt oder Sensationen gibt, worüber man jetzt dringend sprechen müsste, die Unterschiede sind aber groß genug, über die man lange diskutieren kann. Ja? Ich will jetzt keine Stichpunkte anreißen, aber da kommen wir noch zu. Ja? Und das finde ich eigentlich richtig, dass man darüber spricht, das, was auch richtungsweisend ist, was Unterschiede sind, damit der Wähler sich entscheiden kann. Bevor wir zu den Inhalten kommen, vielleicht noch so ein bisschen weiter in Richtung langweiliger Wahlkampf. Es ist nun mal so, dass es einen starken Favoriten gibt im rheinisch-bergischen Kreis. Und der sitzt hier auch in der Runde, der heißt nämlich Wolfgang Bosbach. Und dass Sie, Herr Lüdemann, in den Bundestag wirklich einziehen werden, ist ja, das haben Sie mir ja persönlich gesagt, ist eben absolut unwahrscheinlich. Warum machen Sie sich dann die Arbeit? Ja nun, ich habe lange Politik gemacht. Ich stehe ja nicht nur für mich da, sondern ich stehe auch für Ziele da. Und die möchte ich vertreten. Und wenn meine Partei mich wählt und mir vertraut, dann ziehe ich das auch durch. Ich bin darum gebeten worden zu kandidieren und ich mache das auch sehr gerne. Und es muss doch Leute geben, auch die nicht in den Bundestag kommen. Ich bitte Sie, bestimmt 90% aller Kandidaten, die kandidieren, die kommen nicht in den Bundestag. Und deswegen kann man das auch nicht nur auf die beschränken, die da jetzt Aussichten haben. Nein, man muss alle Stimmen zu Wort kommen lassen und als solche Stimme fühle ich mich hier. Aber die Motivationsfrage gebe ich auch immer noch an meine Nachbarn zur Linken weiter. Ja, die Situation ist bei mir ganz ähnlich. Es geht darum, letztlich der erste Ansprechpartner im Wahlkampf für die Grünen zu sein. Das ist die Aufgabe, dass ich in den Bundestag einziehe. Ist nicht sehr wahrscheinlich. Wir bräuchten 25% Zweitstimmen etwa, damit der Listenplatz ziehen würde. Da rechne ich im Moment jetzt mal nicht damit, obwohl ich eigentlich ein sehr optimistischer Mensch bin. Aber naja, vielleicht reicht es dann meinem sehr guten Ergebnis irgendwann zum Nachrücken. Aber wie gesagt, die erste Aufgabe ist einfach das Gesicht im Wahlkampf für die Grünen zu sein. Ja, mir geht es genauso. Also die SPD braucht ein Gesicht im rheinisch-bergischen Kreis. Ich bin gebeten worden, das zu sein. Und es geht bei dieser Wahl ja auch um Zweitstimmen, also nicht nur um Erststimmen. Und wenn ich in der Lage bin, das Zweitstimmenergebnis hier im rheinisch-bergischen Kreis nach oben zu ziehen und wir dadurch im Bund den Regierungswechsel schaffen, dann hätte ich unheimlich viel gereicht. Dann bin ich gerne bereit, persönlich zu verlieren, sozusagen. Ja, ich frage dann denjenigen an den Platzhirsch, wie ist es, Platzhirsch zu sein? Ja, die Latte liegt hoch, sie liegt bei 50%. Das war ein nicht nur ein tolles Erststimmenergebnis, ich hatte auch eine sehr, sehr große Differenz zwischen Erst- und Zweitstimmen von fast
15%. In der Union gab es nur noch einen, der hatte eine noch größere Differenz. Das war Karl Theodor zu Guttenberg. Das heißt, es gibt, kein gutes Zeichen. Es gibt Tausende im Rheinisch-Bergischen Kreis, die leider nicht die CDU wählen, aber den Kandidaten Bosbach. Das ist natürlich auch Auftrag, über Parteigrenzen hinweg den Kreis in Berlin gut zu vertreten. Das wird nicht leicht sein, diese 50% wieder zu erreichen. Aber ich bin optimistisch, aber nicht übermütig. Also alles andere als 50% würden Sie dann schon als Niederlage annehmen? Nein, nein. Gewonnen hat derjenige, der direkt gewählt wird. Aber jeder sollte sich ein Ziel setzen. Und wenn Sie mich nach meiner Motivation fragen, dann ist die Motivation, das tolle Wahlergebnis von 2009 noch einmal zu erreichen oder wenn möglich noch zu übertreffen. Okay. Ja, jetzt kommt noch mal etwas, wo es uns überlegt haben, was Sie wahrscheinlich was überraschen wird. Ich bitte Sie jetzt auch einmal, um sich einmal vorzustellen, Sie werden nicht als Abgeordneter gewählt, sondern Sie dürften eine Zeit lang König im Rheinisch-Bergischen Kreis sein und könnten absolutistisch die Dinge verändern. Was fällt Ihnen sofort ein, Herr Ludemann, wenn Sie sagen, wenn ich König wäre, dann die Macht hätte, würde ich sofort was ändern? Ich weiß nicht, ob ich da so viel anderes machen würde, denn auch ein absoluter König muss sich ja an den Bedürfnissen seiner Leute, seiner Bevölkerung orientieren. So ganz darum kommt er ja nicht. Und vielleicht würde man etwas schneller durchdrücken, das eine oder andere, weil man da nicht so auf das Austarieren der Meinungen achten müsste. Ja, also es gibt viele Dinge, die man anpacken könnte, die strittig sind. Also nehmen Sie mal hier die Verkehrssituation in Bergisch-Gladbach. Die einen wollen den Bahndamm, die anderen wollen ihn nicht. Und Sie würden ihn als König machen? Nein. Sie haben mich auch ein Beispiel gefragt, was man machen könnte. Nicht, was ich... Wenn ich das machen würde und mein Einflussbereich ging auch noch nach Meerheim, dann würde ich sagen, Meerheimer Kreuzanbindung. Dann würde ich die machen. Ja, aber das wäre wieder ein Nachbarfürst wahrscheinlich, der das verhindert. Sie mit der König sprechen. Ja, wahrscheinlich. Herr Bosbach, Sie, König Bosbach? Also wenn ich es könnte, dann würde ich gerne die Finanzlagen der Kommunen noch weiter verbessern, als schon durch die jüngsten Beschlüsse des Bundes das geschehen ist. Aber was ich als alter Kommunalpolitiker besonders bedauerlich empfinde, ist, dass der kommunale Gestaltungsspielraum, also das, was kommunale Selbstverwaltung wirklich ausmacht, immer weiter eingeschränkt wird. Das gilt für den Bildungsbereich, das gilt für die Schulen, das gilt für Kultur, das gilt für den Sport. Und das macht ja auch Kommunalpolitik so attraktiv, wenn man noch einen eigenen Gestaltungsspielraum hat. Das heißt, Sie würden Geld geben wollen? Ja. Also wenn das Königsein bedeutet, dass ich dann auch über unbegrenzte Mittel verfügen würde, würde ich natürlich Wohltaten in der Menschheit verteilen. Ich würde Jan Wellem einen Kunstrasenplatz bauen, ich würde hier eine Universität gründen, ich würde die Regionale zu Ende bringen. Das ist einer der wichtigsten Teile für uns, der Kreisverkehr da hinten, sich gebaut worden. Ich würde noch ein paar Gesamtschulen einrichten, um Bildung. Ich würde an der Volkshochschule Geld einsetzen. Das hört sich so an, dass wenn Königsein wirklich Spaß machen würde. Ja, ich wäre ja gerne König. Ich würde dafür sorgen, dass der Rheinisch-Bergische Kreis Modell- und Vorzeigeregion für erneuerbare Energien wird. Und zwar unter Beteiligung der Bürger. Nicht gegen die Bürger, sondern mit den Bürgern. Mit möglichst vielen kleinen Genossenschaften, kleinen Firmen, die das Potenzial, was wir haben, hier nutzen, die auf den vielen Dächern Photovoltaikanlagen installieren, die die alten Mühlen mit kleinen Wasserkraftwerken betreiben, die geeignete Standorte für Windenergie ausnutzen, die Biomasse-Kraftwerke da bauen, wo es sinnvoll geht. Und das alles mit Bürgerbeteiligung und so, dass wir sehr schnell zu 100% erneuerbarem, bezahlbaren Strom kommen. Das war ein grüner König. So, die Kronen werden jetzt wieder abgenommen. Wir plumpsen zurück in die graue Realität. Die Menschen da draußen, die fragen sich natürlich öfters, was kann eigentlich sozusagen unser Mann von hier, wenn er dann in Berlin im Bundestag sitzt, für Rheinberg tun? Also welche Möglichkeiten hat man da überhaupt? Oder ist das völlig abgekoppelt dann eben von dem Sprengel, aus dem man kommt? Vielleicht eine Frage an Sie zuerst, Herr Bosbach. Was können Sie aus Berlin Gutes für den Rheinisch-Bergischen Kreis tun? Was haben Sie schon getan für den Rheinisch-Bergischen Kreis? Das Wichtigste ist, dass man den Menschen hilft mit ihren Sorgen, Anregungen und Bedenken, den mit weitem Abstand oder der mit weiter Abstand größte Teil meiner politischen Arbeit besteht in der Beantwortung von Anliegen und Anfragen von kleinen und großen Sorgen der Menschen. Manchmal kann man helfen, manchmal kann man auch nicht helfen. Hinzu kommt natürlich, dass der Bundestagsabgeordnete als so eine Art Oberpolitiker angesehen wird, der jetzt den Kreistagsabgeordneten und den Gemeinderats- und Stadtverordneten sagen soll, was Sache ist. Das ist natürlich sehr schwierig, dass die für Hinweise ihres Bundestagsabgeordneten so richtig von Herzen dankbar sind, kommt eher selten vor.
Aber ein großer Teil, auch in der Bürgersprechstunde, beschäftigt sich nicht mit bundespolitischen Anliegen, sondern mit kommunalpolitischen Anliegen. Auch darum kümmere ich mich. Das Zweite ist, alles tun, was insbesondere der mittelständischen Wirtschaft hilft, Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der Rheinisch-Bergische Kreis ist geprägt von kleineren und mittleren Betrieben. Wir haben zwar große Unternehmen wie Krüger in Bergisch-Gladbach, aber das Rückgrat unserer Volkswirtschaft sind die kleinen und mittelständischen Betriebe. Dazu gehört alles unterlassen, was den Betrieben das Leben schwerer macht. Keine Steuererhöhungen. Dazu gehört eine wirklich wirksame Energiepreisbremse, damit nicht weiter Arbeitsplätze verlagert werden dorthin, wo die Energiekosten wesentlich günstiger sind. Und deutlicher Ausbau der Förderung, insbesondere in dem Bereich der Forschung. Es gibt sehr viele Betriebe im Rheinisch-Bergischen Kreis, denen wir in den letzten Jahren, die wir bei ihren Forschungsvorhaben unterstützen konnten, übrigens mit erheblichen Beträgen, was weitestgehend unbekannt sind. Das sind auch die Betriebe, die neue Arbeitsplätze schaffen, die mit neuen innovativen Produkten auf die Märkte gehen. Und das ist eine große Chance für unsere Region. Herr Ossendorf, Sie machen sich eifrig gerade Notizen. Das klingt für mich so, als würden Sie da gerne Einspruch erheben, oder? Ja, an einer Stelle sicherlich Einspruch. Das ist bei der Energiepreisbremse, denn die Unternehmen in Mosbach, die im internationalen Wettbewerb stehen, die sind ja ohnehin schon von der Umlage befreit. Das heißt, dafür die braucht man keine Energiepreisbremse. Im Gegenteil, durch die erneuerbaren Energien ist ja der Börsenpreis zurückgegangen. Wir müssen es schaffen, dass die Energieversorger diese Preisvorteile auch an die Verbraucher weitergeben. Umso höher steigen. Wenn der Börsenpreis für Strom zurückgeht, steigen die Kosten für die EEG-Umlage an. Es ist ja gerade nicht so, dass ein sinkender Börsenpreis beim Strom zu sinkenden Kosten bei den Verbrauchern führt. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist weitgehend unbekannt, aber es ist so. Da gibt es aber noch einen anderen Effekt. Also das eine ist, dass die Umlage ansteigt, Herr Mosbach, das ist richtig. Aber dennoch haben die Energieversorger einen Preisvorteil beim Einkauf, den sie nicht weitergeben. Dieser Teil passiert nicht. Und da muss man natürlich einschreiten. Das andere ist, der Börsenpreis ist doch deswegen so niedrig, weil die CO2-Emissionsrechte so billig geworden sind und dadurch ist insbesondere der Kohlestrom so billig geworden. Und das haben wir der schwarz-gelben Bundesregierung und deren Europaabgeordneten zu verdanken. Die haben das nämlich verhindert, dass die Emissionspreise angehoben worden sind. Also Ihnen wäre es lieber, wenn der Strom teurer wäre? Nein, nicht das deshalb, der Strom soll nicht teurer sein, sondern die CO2-Emissionen sollen teurer werden. Sie können ja nicht beklagen, dass der Preis fällt, aber das ist ja ein Unterschied. Das Energiethema bewegen, dann möchte ich mich dazu auch zu Wort melden. Die Frage war aber erstmal, was Sie im Deutschen Bundestag das kann man tun. Was Sie im Deutschen Bundestag tun können, wenn Sie denn gewählt werden würden. Herr Bosbach hat gesagt, was er getan hat. Klar, damit der Kritik, dass Sie ja vielleicht der Meinung sind, er hat gar nicht so viel mehr Rheinisch-Bergischen Kreis. Klar, aber eben nicht das Thema Energiepolitik. Ja. Nee, Frau Breisach hatte mich ja gefragt, wo ich einwende, und das war der Punkt. Ich habe natürlich auch eine Menge Ideen. Ich denke, eines der großen Probleme im Rheinisch-Bergischen Kreis ist der Verkehr. Ich glaube nicht, dass wir die lösen können, indem wir noch mehr Straßen bauen für noch mehr Autos, sondern dass wir auf alternative Verkehrskonzepte setzen müssen, die vernetzte Mobilität bringen mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln, E-Bikes verknüpfen, Carsharing verknüpfen. Das ist sicherlich ein Punkt, der auch jeder Wirtschaft hilft, der den ganzen Kreis attraktiver macht. Dazu gehört schnelles Internet. Das gibt es sogar in Teilen von der Stadt doch noch, dass man dann nur 2 Mbit hat. Das reicht nicht, um von zu Hause aus zu arbeiten. Das reicht auch nicht für moderne Unternehmen, um eine gute Anbindung zu haben und arbeiten zu können. Vielleicht noch ein Satz zum Thema Wirtschaft und Verkehr. Herr Krüger hat sich ja gestern zu Wort gemeldet und auch mal wieder mit der Ansage, 100 LKWs pro Tag, die ihn anfahren, den Autobahnzubringer gefordert. Ich frage mich immer, was machen die da eigentlich? Die haben einen Gleisanschluss auf dem Werksgelände liegen, 100 LKWs, das ist ein dicker Güterzug. Und da kann man auch wieder als Bundespolitiker eingreifen. Herr Krüger sagt nämlich, die Bahn macht da nicht mit. Die Bahn ist eine 100-prozentige Tochter des Bundes. Das heißt, da können wir über bundesweite Verkehrspolitik die Bahn dazu bringen, attraktive Angebote zu machen, auch für Firmen in der Größenordnung eines Krügers. Dann brauchen wir auch keinen Autobahnzubringer. Das ist so eine Agenda, was man in Berlin tun kann, Herr Zeifel. Ja, was wir sofort nach der Bundestagswahl machen werden, ist Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Das trifft hier 27.000 Menschen. Wir haben 9.800 im Rheinisch-Bergischen Kreis. Okay. Wir haben 9.800 Menschen, die durchschnittlich 36,5 Stunden arbeiten und dafür nur 5,26 Euro Stunde Lohn bekommen. Und darüber hinaus haben wir noch 17.000 Menschen, die im 400-Euro-Job arbeiten oder mittlerweile 450-Euro-Job und die kriegen ein bisschen mehr, die kriegen 5,92 Euro die Stunde gezahlt. Mit dieser Maßnahme, Mindestlohn-Einführung, würden wir eine Kaufkraft im Rheinisch-Bergischen Kreis von 43 Millionen Euro zusätzlich schaffen. Okay, und das würde eine Menge tun hier für den Einzelhandel. Ja. Ja, das ist der
im Bund werden nun mal bundesweite Geschichten gemacht und die haben aber direkte Auswirkungen hier auf den Kreis. Den Verkehr, den Herr Ossendorf angesprochen hat, Sie hatten ja nach Projekten gefragt im Rheinisch-Bergischen Kreis. Cargo Caps ist eine Sache, die mir seit langer Zeit unheimlich gut gefällt. Also ein unterirdisch in Röhren geführtes Warentransportsystem, in dem jeweils Platz für zwei DB-Paletten sind. In Overath ist ein großes Betonsteinwerk, der verlädt alles auf DB-Paletten in dieser Größe. Sie kriegen dann zwei da rein und dann fahren diese Kabinen bis zu einem bestimmten Punkt und werden nur noch den letzten Meter von der Entladestelle bis zur Baustelle gebracht. Das wäre eine wunderbare Sache im Rheinisch-Bergischen Kreis, würde den Verkehr entlasten, würde Hochtechnologie hier wieder bringen. Und irgendwo muss man damit mal anfangen. Es wird im Moment im Ruhrgebiet entwickelt, an der Ruhr-Universität, aber es gibt noch keine Teststrecke. Zum Beispiel Krüger wäre so eine Maßnahme Richtung Köln, okay. Richtung Eiffeltor. Verstehe, das ist so eine zweite Art Kanalisation für Verkehr, ja? Nein, wir reden ja oft über Autobahnen. Wir haben die Autobahngesellschaft in Deutschland hält 40 Meter links und rechts der Trassen frei. Ich glaube, im Gegensatz zu den Grünen nicht, dass wir die Mobilität eingeschränkt haben. Autobahn wir kriegen, haben wir ja in Gladbach auch nicht. Nee, haben wir noch zum nicht. Zum Beispiel Kürzen hat man es auch nicht. Also ich glaube, das ist ein bisschen von aber es geht an Bergisch-Gladbach vorbei. In Refrath haben wir eine Autobahntrasse. Man kann diese Trassen ja für andere Mittel auch nutzen. Ich kann die Röhre ja unter die Bahn legen. Okay, man merkt so, wo die Schwerpunkte sein sollen. Wo würde denn... Ja, also ich kann jetzt auch wieder Themen runterbrechen, ja. Wenn ich sagen würde, Finanzierung der Gemeinden, der Kommunen, ist natürlich auch ein Thema, was hier im Rheinisch-Bergischen Kreis sehr viele Gemeinden betrifft. Aber das ist ein allgemeineres Thema. Ich denke, da kommen wir vielleicht nochmal zu, diese Sache zu besprechen. Im Übrigen gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht allzu viele Möglichkeiten, direkt für einen Kreis in Berlin aktiv zu werden. Herr Bosbach hat gesagt, er hat seine Wähler, für die ist er da, ganz klar. Man kann vielleicht auch hin und wieder Kontakte knüpfen in Berlin. Man kann auch so als Lotse wirken durch verschiedene Ministerien, glaube ich, wenn es um Förderprogramme und so etwas geht. Das würde man sich natürlich dann hier besonders auf Bergisch-Gladbach konzentrieren. Und also in dieser Form, denke ich, kann man als Bundestagsabgeordneter viele Kontakte, Netzwerk zur Verfügung haben, was man insbesondere hier auch der heimischen Industrie und dem Mittelstand zur Verfügung stellen kann. Okay. Ein Thema, wir werden jetzt auf das Thema Energie kommen, wo wir es schon angerissen haben. Wir fangen aber an bei einem, bei einem sehr lokalen Thema. In Bergisch-Gladbach ist das Thema Stadtwerke. Da geht es um das große Thema Rekommunalisierung. Das heißt, ohne jetzt nur über Stadtwerke sprechen zu müssen, ist das Thema Rekommunalisierung ein sehr großes Thema. Und auch da wollen wir jetzt abfragen, wie Sie dort am liebsten natürlich, wenn Sie sagen würden, ich bin ein klarer Befürworter von eigenen Stadtwerken von Bergisch-Gladbach, wo das natürlich ein lokales Thema ist. Ja, Rekommunalisierung insgesamt. Ich denke, dass versorgungsintensive Infrastruktur, die Grundversorgung, Wasser, Strom, in jedem Fall nach Möglichkeit in kommunaler oder jedenfalls staatlicher Hand sein soll. Insofern bin ich auch ein Befürworter der Rekommunalisierung der Stadtwerke in Bergisch-Gladbach, weil das Mitsprachemöglichkeiten gibt bei der Art der Energieversorgung, auch bei der Tarifgestaltung und vor allen Dingen auch Einnahmemöglichkeiten. Ich komme ja gebürtig aus Münster, da gibt es sehr gut funktionierende Stadtwerke, die seit Jahrzehnten mit ihren Einnahmen den Nahverkehr, die Bäder und so weiter quersubventionieren. Das ist was, was uns hier fehlt und ich denke, wir sollten die beiden Chancen nutzen, ja, sowohl der Rendite als auch der Möglichkeit, die Energieversorgung selber zu steuern Richtung regenerative Energien bürgernah erzeugt. Da kann ich mich vollumfänglich anschließen. Ich selber habe im Oktober 2010 im Bergisch-Gladbacher Stadtrat den Antrag auf Gründung eigener Stadtwerke eingebracht für meine Fraktion. Begleite im politischen Lenkungskreis seitdem diese Debatte, die wir interfraktionell führen. Und bedauere da sehr, dass ich heute Abend an der wahrscheinlich wichtigsten Lenkungsgruppensitzung nicht teilnehmen kann, weil wir dann gleichzeitig beim Paritätischen Wohlfahrtsverband sitzen werden, so wie wir hier sind. Denn da wird letztendlich entschieden, wir haben Angebote von Energieversorgern bekommen, die mit uns als strategischen Partner das gründen wollen. Wir haben aber auch Gespräche mit unserem Altversorger laufen. Die Ergebnisse sind noch offen. Das wird heute Abend dort besprochen, am Montag nochmal in den Fraktionssitzungen und dann haben wir am 17. eine Ratssitzung. Es ist aber generell so, dass ich der Meinung bin, ein großer Energieversorger hat kein Interesse daran, zum Beispiel den stromfressenden Kühlschrank aus dem Verkehr zu ziehen, weil der verkauft Strom, davon lebt er. Das ist sein Interesse. Wir als Stadtwerke könnten hingehen bis zu Kleinstkrediten
an Leute vergeben, die sich dann einen sparenden, also stromsparenden Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner zulegen könnten. Wir hätten auf die Preispolitik und auch die Herkunft des Stroms einen ganz anderen Einfluss. Deshalb, also Verband Kommunale Unternehmer, ich hoffe, dass die Stadtwerke Gladbach da Mitglied wird über unsere Stadtwerke und dass da noch viel mehr Kommunen den Weg in die Eigenverantwortung wieder finden und das wieder selber in die Hand nehmen. Zwei klare Plädoyers. Na gut, der Bundestagsabgeordnete sollte nicht den Eindruck erwecken, als würde er darüber entscheiden, in welcher Form die Energieversorgung in Bergisch Gladbach zukünftig geschieht. Es gibt verschiedene Alternativen, es gibt verschiedene Angebote, unter anderem hat Rheinenergie vor wenigen Tagen das Angebot abgegeben. Das muss jetzt verglichen werden. Ich selber kenne die Unterlagen nicht. Es gibt für beide Formen der zukünftigen Energieversorgung gibt es gute Argumente, die muss der Rat der Stadt Bergisch Gladbach gründlich abwägen und dann eine Entscheidung treffen. Da geht es um Versorgungssicherheit, da geht es um die Art der Versorgung, um die Einflussnahme auf Art der Energieversorgung, Preisgestaltung und natürlich geht es auch um die Frage der Einnahmen und das alles muss der Rat der Stadt Bergisch Gladbach sorgfältig abwägen. Das ist eine Jahrhundertentscheidung, das heißt, es gibt kaum eine Entscheidung in dieser Wahlperiode, die von so großer Bedeutung sein wird, wie die Frage, wie geht die Energieversorgung hier in der Region in Zukunft weiter. Das heißt, Sie wollen sich das genau anschauen nach zwei ganz Nein, klaren Plädoyers? Ich sage es nochmal, das ist Sache der zuständigen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wir sollten uns, wenn man für den Deutschen Bundestag kandidiert, sollte man sich hüten, den Eindruck zu erwecken, als sei man so eine Art Oberkommunalpolitiker, der denen vor Ort sagt, was Sache ist und was sie zu tun und zu denken haben. Man trägt seine Argumente vor, seine Anregungen und Bedenken, man trägt die Sorgen der Bürgerschaft an die kommunalen Zuständigen heran, aber eine Entscheidung treffen kannst du erst dann, wenn du alle Unterlagen kennst, wenn du die ganzen Beratungsunterlagen des Rates kennst, wenn du die Angebote kennst, wenn man die Alternativen kennt. Also eine Ferndiagnose abgeben, da muss man schon sehr mutig sein. Ja gut, aber es kann ja den politischen Willen geben, ja, dass man mitgestalten klar, natürlich. Will, da sind sie eher zurückhaltend. Genau. Also ich kann hier auch eine grundsätzliche Stellungnahme allenfalls abgeben. Wir sind für privat vor Staat, aber wir sagen nicht alles privat, so auch nicht. Ich würde zum Beispiel unterscheiden, wenn es ums Wasser geht, ja, das ist eine regionale Ressource, da sollte man auch das in öffentlicher Hand belassen. Wenn es aber um ein Allgemeingut geht, wie Elektrizität, Strom, Energie, dann ist das eigentlich überall die gleiche. Ja, vorausgesetzt, man hat Netze, die das transportieren, dann gibt es keinen gelben Strom, den es mal zu kaufen gab, sondern Strom ist Strom und hat auch keine unterschiedlichen Qualitäten. So, dann kommt es darauf an, wie geht man damit um, mit dem Verkauf. Und in jedem Falle wird es so sein, Sie deuteten das auch an, Herr Außendorf, dass natürlich die Stadt Bergisch Gladbach davon auch Gewinne haben möchte. So, und dann frage ich mich allerdings, ob da bei der Stadt, jetzt muss ich aber wieder ganz allgemein reden, ich meine jetzt nicht die Stadt Bergisch Gladbach, ob bei Behörden ein besserer Unternehmergeist sitzt als in der Privatwirtschaft. So, und darauf kommt es an und davon hängen auch dann letztlich die Erträge ab, die irgendwo hängen bleiben. Ich habe nichts gegen eine Unterbeteiligung, aber ich meine, die unternehmerische Führung müsste in Privathand liegen. Die Stadtwerke sind ja keine Behörde, sondern die würde man ja gemeinschaftlich mit einem Partner aus der Energiewirtschaft betreiben. Ja, aber eine gewisse politische Steuerung. Will man Mehrheitsanteil haben oder nicht? All diese Dinge spielen da rein. Ja klar, wollen wir Mehrheitsanteil haben, aber trotzdem ist es keine Behörde, sondern wird schon wirtschaftlich betrieben. Es ist ja in der Regel in der Form einer GmbH, manchmal einer gemeinnützigen GmbH. Die wird absolut nach wirtschaftlichen Kriterien geführt, nur die politische Aufsicht gibt die Richtung vor. Ja, die gemeinnützige GmbH, die spricht ja gerade gegen das, was Sie eben sagten, dass nämlich auch Gewinne Geld einstreichen wollen. Ja, es gibt ja unterschiedliche Modelle. Ja, das kann ich das aufklären. Man merkt, wo das Herz schlägt. Also, es klingt wirklich so in einer abwägenden Haltung hin zu einer ganz klaren Privatvorstand, Ihre Grundskepsis gegenüber, dass der Staat dort. Also eine grundsätzliche Haltung. Ja. Es kann auch Ausnahmen geben. Nein, wir müssen zwei Sachverhalte unterscheiden. Was die geplante Richtlinie der Europäischen Union zur Privatisierung von Wasserwerken angeht, bin ich der gleichen Meinung wie Dr. Ludemann. Da geht es ja nicht nur um jetzt die kommunale Infrastruktur, Wasser ist ein Lebensmittel. Da geht es um eine generelle Regelung in der Europäischen Union. Da muss sich auch der Bundespolitiker zu Wort melden und muss sagen, das wollen wir nicht. Deswegen sind die Pläne ja auch eingedampft worden.
Hier geht es ja nicht um eine generelle Entscheidung für alle, sondern hier geht es um eine lokale Entscheidung. Und wenn du dich da positionieren willst, musst du alle Unterlagen kennen. Es sind genügend unterwegs, die sagen, lass mich in Ruhe mit Fakten, ich habe meine Meinung. Aber wenn man verantwortlich entscheiden will, wenn man Verantwortung trägt, dann muss man jedes Detail kennen. Okay. Also selbst die Ratsmitglieder kennen nicht alle Details. Ich bin ja energiepolitischer Sprecher der Stadtratsfraktion. Ich kenne schon einiges, allerdings auch nicht alles. Und trotzdem habe ich natürlich eine Vorstellung, wie ich es haben möchte. Aber das ist ja das generelle Problem von Kommunalpolitikern, dass die solche Berge von Papier bekommen. Dann gibt es noch solche Berge, die sie gar nicht erst bekommen und müssen sich dann eine Meinung bilden. Insofern, wenn Sie noch mehr noch Papier mehr haben wollen, dann kommen Sie in den Deutschen Bundestag. Ja, wobei ich gerne mich ja zurückhalten muss, weil Schlappau ist eine Papierstadt. Also wenn wir Haufen von Papier bekommen, darf ich mich noch nicht mal beklagen. Ich denke immer, vielleicht nützt es auch meiner Heimatstadt. Ich wollte ja nur sagen, auf Ihren Einwand hin, die Ratsmitglieder haben gar nicht die Möglichkeit, alle Details zu kennen, müssen sich trotzdem eine Meinung bilden. Und das da muss man noch was zu sagen. Es gibt ja eine Historie auch zu dieser ganzen Entwicklung. Es gibt Kommunen hier in der näheren Umgebung, die haben es geschafft, ganz erfolgreich Stadtwerke wieder zu gründen. Loma, da ist halt ganz still unter der Oberfläche abgelaufen. Da sind die Beteiligungen an den Stadtwerken für 7 Millionen Euro veräußert worden. Die sind direkt im Haushalt zugeflossen und die haben seitdem 3 Millionen jedes Jahr Cash in der Tasche. So. Und Bad Neuenahr hat das Gleiche gemacht mit Schwäbisch Hall, auch einem kommunal geführten Energieversorger. Das hat auch hervorragend funktioniert. Das war der eine Aspekt. Da sind auch Gewinne entstanden. Und die will ich einfach als Stadtrat in Bergstadtbach auch hier für die Kommune haben. Das ist der eine Ehrgeiz. Der andere Ehrgeiz ist, die großen Energieversorger, E.ON, Vattenfall und so weiter, die denken ja in ganz anderen Kategorien als wir. Was wir zum Beispiel uns vorstellen als Kommunalpolitiker, ist hier lokale Ressourcen auch auszunutzen für die Energiegewinnung. Speicherkraftwerke, wir haben hier eine ganze Menge Bergwerke, da könnte man solche Speicherkraftwerke zum Beispiel mit herstellen. Speicherkraftwerk heißt, dass wir grundlastfähig werden. Das heißt, wir pumpen nachts Wasser 500 Meter hoch, sammeln das da oben und nachts, wenn kein Wind geht. Wo wollen Sie das denn machen jetzt? In Overath gibt es Ideen dazu. Da gibt es alte Absetzbecken, die könnte man dafür benutzen. Daneben den Schacht. Und nachts lassen sie das Wasser wieder in den Schacht rauschen. Unten wird eine Turbine angetrieben und sie haben nachts Strom. Das ist das Angenehme, weil nachts leider kein Sonnenlicht und keine Windenergie da ist. Ein bisschen sind wir doch wieder beim König von Rheinberg. Das ist aber jetzt Science Fiction. Ja. Ja, interessant. Ich meine, da wo solche geeigneten Lokalitäten sind, wo man das machen, Pumpspeicher, da wird es heute ja schon gemacht, zur Speicherung des Nachtstroms. Aber alles andere, wenn man das so jetzt im großen Stil prozessiert machen will, das kostet viel Geld. Das kostet viele Flächen. Überzeugung. Also, riesige Flächen, riesige Investitionen. Es gibt aber Investoren, die wollen das machen. In der Eifel, da haben Ihre Kollegen, muss man wirklich sagen, CDU und FDP das verhindert. Wir hatten einen Investor, die Grünen und auch die SPD vor Ort wollten das. Der Investor wollte das, sie hätten mal ein super Pumpspeicherwerk bauen können. Leider haben massiver Natur verhindert. Die Gutachten waren alle unkritisch. Am Schwarzwald wird seit 15 Jahren gegen ein solches Kraftwerk protestiert und sie wollen es hier in der dicht besiedelten Region machen. Aber gut, nur zu. Nee, soll ich hier machen. Nur Mut. Ja. Ich würde an dieser Stelle gerne einen Cut zu dem Thema machen, weil ich gerne auf ein anderes Thema zu sprechen kommen möchte. Dieses Thema ist Ländersache. Nichtsdestotrotz interessiert es wahnsinnig viele Menschen und zwar geht es um die Schulpolitik. Wir haben hier gerade den Fall, in Bergisch Gladbach ist gerade eine Gesamtschule eröffnet worden. Im ganzen Land hier sind sehr viele Gesamtschulen eröffnet worden. In Odenthal ist allerdings auch eine Realschule eröffnet worden. Ich glaube, es gibt also wenige Themen, die auch so diskutiert werden, wie das Thema sozusagen, behalten wir unser dreigliedriges Schulsystem? Was ist mit dem Gymnasium? Oder geht es sozusagen rein in Richtung Gesamtschule? Da würde ich gerne sozusagen Ihre Positionen zu wissen, Herr Ludemann. Ja, klar, Schulpolitik ist im Detail Ländersache, aber das heißt nicht, dass man keine grundsätzlichen Positionen dazu hat. Wir sind der Meinung, es kommt weniger auf die Struktur einer Schule an, sondern der Unterricht muss gut sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es sollte eine Vielfalt geben an Schulangeboten. Und diese Vielfalt, welche man haben will, sollte vor Ort entschieden werden. Von Eltern, Bürgern, den dafür zuständigen Behörden. So, und diese Vielfalt, die muss man fördern, indem man auch den Schulen ein eigenes Budget gibt, um ihren Unterricht, ihre Pädagogik zu gestalten und zu akzentuieren. So, und dann kommt es nämlich auch zu einem Wettbewerb zwischen Schulen. Und den brauchen wir, denn wir brauchen auch zwischen Schulen einen Leistungswettbewerb. Welche sind gute Schulen? Welche sind geeignete Schulen für diese Kinder? Welche sind geeignete Schulen für andere Kinder? Die Gesamtschule geht in die entgegengesetzte Richtung. Das ist nicht unsere Vorstellung. Wir wollen weiterhin zum Beispiel auch das Gymnasium, Sie sprachen es an, auf jeden Fall erhalten.
Und wir müssen eins sehen, wenn die Schulen, ich sag mal Staatsschulen, wettbewerbsfähig sein sollen gegenüber den privaten Schulen, die ja auch ein grundgesetzliches Recht haben, gegründet zu werden und betrieben zu werden, dann müssen wir die entsprechend ausstatten und in den Wettbewerb positionieren. Sonst haben sie nachher eine gleiche Masse in Gesamtschulen und sie haben eine Elite oder was weiß ich, in Privatschulen. Oder man muss es ja nicht unbedingt auf die Eliten reduzieren. Es gibt ja auch beispielsweise Waldorfschulen, die haben eine ganz spezielle Ausrichtung. Die fördern die künstlerischen Eigenschaften eines Menschen. Das muss man zulassen. Und so sehe ich das eigentlich auch im staatlichen Schulsystem, dass verschiedene Richtungen da sein müssen und gefördert werden muss. Entscheidend ist die Qualität des Unterrichts. Herr Bosbach? Ja, wir wollen auch eine vielfältige Schullandschaft. Zu dieser vielfältigen Schullandschaft gehören aber auch Gesamtschulen. Und wir wollen die Wahlfreiheit der Eltern und der Schülerinnen und Schüler, damit sie das Schulangebot wählen können, das für sie am geeignetsten erscheint. Wir wollen keine Einheitsschule, nicht nur ein Bildungsangebot haben, sondern individuelle Bildungsangebote für unsere Kinder, je nach Neigungen, je nach Interessen. Und da hat das Gymnasium seinen Platz, wie die Gesamtschule, wie die Realschule, wie die Hauptschule. Und in einer Stadt wie Bergisch Lappe oder hier im Rheinisch-Bergischen Kreis mit großen Kommunen ist es ja auch glücklicherweise möglich, dieses breit gefächerte Schulangebot anzubieten. Und erst das gibt ja auch wirklich Eltern und Schülerinnen und Schüler die Chance, genau das Bildungsangebot zu wählen, das man wählen möchte. Bei einer Einheitsschule ist das nicht möglich. Darf ich das noch nachschieben? Also ich wollte mich nicht gegen Gesamtschulen grundsätzlich aussprechen, sondern als ein Element natürlich zugelassen. Nur wenn es so ist, wie Herr Gabriel das sagt, alle zwangsweise in Gesamtschulen mit, ja, was soll ich denn da anders drunter verstehen? Der meint einen gebundenen Ganztagsunterricht in Gesamtschulen. So, und das ist der Einheitsbrei. Da können Sie kaltes Wasser zu warmem Wasser tun, rauskommt lauwarmes Wasser, Mittelmäßigkeit. Naja, so. Lassen Sie mal ein bisschen Zeit, Herr Bosmann. Ich glaube, wenn Sie an Ihre Wahlkämpfe vor ein paar Jahren, wenn Sie da das Wort Gesamtschule gehört hätten, dann hätten Sie anders darauf reagiert. Also jetzt warten wir noch ein paar Jahre. Ich muss Sie enttäuschen. Es gibt zwei Unterschiede. Ob ich die Gesamtschule als Angebotsschule mache, dagegen hat noch nie etwas jemand gehabt in der Union, oder ob ich es als Einheitsschule, als verpflichtendes Schulangebot mache, da sagen wir nein. Ich kann mich noch gut an das Volksbegehren erinnern, Stopp Koop 1975, da haben wir hier in Bergisch Gladbach Unterschriften gesammelt, weil es um die Schule als Regelschule gehen sollte und nicht als Angebotsschule. Als Angebotsschule haben kooperativen Schule oder Gesamtschule ihren Platz in der Schullandschaft längst gefunden, wie andere Schulangebote auch dagegen. Ich möchte nur nicht, dass wir den Eltern verpflichtend vorschreiben, in welche Schule sie ihre Kinder zu geben haben und in welche sie nicht mehr geben dürfen. In meiner Wahrnehmung war das Wort Gesamtschule schon ein rotes Tuch, bei dem einige Unionspolitiker bei der Erwähnung alleine hochgegangen sind. Das habe ich nie dazu gehört. Hat sich inzwischen geändert. Ja, wir haben ja da ganz interessante Entwicklungen gehabt in Bergisch Gladbach. Da wollte ein Bürgermeister ein Gymnasium schließen und am Ende ist eine Gesamtschule rausgekommen, eine neue Gründung. Also das war für uns Sozialdemokraten natürlich prima. Aber also ich glaube, kein Sozialdemokrat will das Gymnasium abschaffen heute. Was mir wichtig ist, dass wir unser Schulsystem, wir müssen weiter an diesem Schulsystem arbeiten. Wir haben im Moment zwei Realitäten, die meisten Gymnasien in G8, also 8 Jahre Durchlauf und die Gesamtschulen in 9 Jahren. Vielen Eltern ist das mit den 8 Jahren zu kurz, sie sehen ihre Kinder überfordert in den 8 Jahren. Die Lehrpläne sind noch nicht ausreichend entschlackt worden, dass das Kinder eben in 8 Jahren machen. Aber es wird auch Kinder, das haben wir am letzten Mittwoch in Burscheid auch besprochen, es wird Kinder geben, die durch diese 8 Jahre durchhuschen. Die werden wir auch haben. Nichtsdestotrotz, diese beiden Angebote sind da, die sollen wir haben. Herr Ludemann hat eingangs gesagt, die Eltern sollen entscheiden. Die Eltern haben entschieden, wir werden zukünftig keine Hauptschulen mehr haben. Wenn sie Eltern sind, dann werden sie das Beste für ihre Kinder wollen. Und es gibt im Ruhrgebiet, oder ja, ich glaube im Ruhrgebiet war das, einen Lehrer, der seine Schüler gezielt auf der Hauptschule ausbildet, wie man Sozialleistungen in Anspruch nimmt, wie man an die entsprechenden Leistungen herankommt, weil der weiß, die kriegen keinen Job hinterher mit der Ausbildung. Das heißt, wir, Hannelore Kraft macht das hier auf Landesebene, sagt, wir wollen kein Kind zurücklassen, wir müssen die Durchlässigkeit des Schulsystems verbessern. Es werden unheimlich viele aus dem Gymnasium nach unten runtergedrückt in die Realschule, aber ganz wenige kommen aus der Realschule wieder hoch auf die gymnasiale Ebene. Und das sind die Dinge, an denen die SPD arbeiten will. Und das werden wir eben tun, indem wir die Lehrerzahlen nicht vermindern, trotz
Demografie gewinnen. Also Demografie gewinnen heißt, wir haben weniger Kinder. Trotzdem soll in Nordrhein-Westfalen die Anzahl der Lehrer nicht verringert werden. Und um das zu finanzieren, hat Frau Kraft ja auch eine Menge Ärger bekommen, weil sie den letzten Tarifvertrag nicht entsprechend, die Beamtenbesoldung nicht entsprechend angepasst hat, um das eben machen zu können. Also. Ja, ich fand das interessant, dass Sie das Thema zur Bundestagswahl auf den Tisch bringen. Das hat in der Tat eine interessante bundespolitische Komponente, nämlich das Kooperationsverbot. Das ist eines der vielen Verbote, die wir als Grüne gerne abschaffen wollen. Zunächst mal die Erklärung, was ist das überhaupt? Bei der letzten Föderalismuskommission hat die Große Koalition beschlossen, dass Bildungspolitik ausschließlich bei den Ländern liegt und der Bund da auch gar nicht mehr helfen kann mit Finanzmitteln, wie er es früher schon mal gemacht hat. Das betrifft sowohl den Hochschulausbau als auch zum Beispiel Kita-Ausbau, zum Teil jedenfalls. So, dieses Verbot möchten wir gerne aufheben, damit der Bund auch Mittel bereitstellen kann, um zum Beispiel Ganztagsschulen auszubauen. Wir haben ja jetzt viel investiert, auch hier im Land, für den Kindergartenausbau, Ganztagesbetreuung. Und irgendwann kommen diese Kinder in die Schule und die Eltern sind daran gewöhnt, dass sie auch arbeiten gehen können. Besonders wichtig für die besonders von Armut gefährdeten Alleinerziehenden. Die brauchen auch für Grundschüler Betreuung. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Kooperationsverbot abgeschafft wird und der Bund auch wieder helfen kann. Jetzt noch ein Satz zu Gesamtschulen. Ich selber habe ein Gymnasium besucht und habe früher auch mal gedacht, da haben wir diesen Einheitsbrei, wie Dr. Ludemann sagte. Nun bin ich seit über 10 Jahren mit einer Gesamtschullehrerin verheiratet und kriege also täglich mit, dass das gar nicht so ist. Denn was dort stattfindet, ist eine Differenzierung innerhalb des Klassenverbandes. Das heißt, jemand, der in Mathe gut ist, der kommt in den E-Kurs, in den Erweiterungskurs in Mathe, hat vielleicht in Deutsch nicht so einen guten Stand, ist da im Grundkurs. Und so kann man viel individueller fördern. Und das ist letztlich, worum es geht. Der Bildungsanspruch, das Recht auf Bildung ist individuell. Und die Gesamtschulen können dem sehr gut nachkommen. Viel besser als ein gestaffeltes Schulsystem, wo man nicht mehr so leicht von einer Stufe in die nächste wechseln kann. Zeugnisse und Sitzen bleiben wollen Sie auch erhalten. Zeugnisse möchte ich auf jeden Fall erhalten. Sitzen bleiben, ist es ja nicht so, dass das da gar nicht möglich ist, sondern auf freiwilliger Basis das auch ist. Und es wird auch oft wahrgenommen. Wer es will, der schafft es auch. Ja, das glaube ich nicht. Das Abitur ist für alle gleich. Aber die Menschen sind das gleiche Abitur geschrieben wie ein Gymnasium. Einen Hinweis geben, weil ich damals Mitglied war der Föderalismuskommission. Alle 16 Bundesländer wollten das Kooperationsverbot. Alle rot-grün geführten Bundesländer wollten damals das Kooperationsverbot. Es kann überhaupt nicht abgeschafft werden durch den Deutschen Bundestag, sondern nur durch eine Änderung des Grundgesetzes. Also wenn einschließlich rot-grüner Bundesregierung die Bundesländer sagen, wir möchten das Kooperationsverbot wieder aufheben, wäre ich auch sofort dafür. Der Bund hat es nicht gegen den Willen der Länder eingeführt, sondern ohne den Willen aller 16 Bundesländer wäre dieses Kooperationsverbot nie in die Verfassung gekommen. Aber 2006 gab es fast keine rot-grün regierten Länder. Das heißt, nein, ich sage ja damit zu tun. Ich sage ja nur, es geht, also der Bund hat damit hat da nichts mit zu tun. Wenn die Länder es möchten, der Bund wird dem nicht entgegenstehen. Es war nie unser Wunsch. Ja, nach der unterschiedlichen Bezeugung zur Gesamtschule jetzt wahrscheinlich auch ein ganz anderes Thema dann wieder. Ja, also ich würde gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, was vielleicht Sie, Herrn Bosbach, am meisten ärgern wird. Denn es ist ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr kontrovers diskutiert worden ist und meiner Meinung nach die CDU, glaube ich, auch kräftig Stimmen gekostet hat oder eventuell kosten wird, das Thema Betreuungsgeld. Ja. Wie glücklich sind Sie eigentlich damit, dass so dieser sehr offensichtliche CSU-Kompromiss sozusagen durchgegangen ist und Sie jetzt überall erklären müssen, warum das Betreuungsgeld eigentlich doch ganz toll ist? Ja, vielleicht ist es auch für Sie eine Überraschung, dass das Betreuungsgeld beschlossen worden ist durch die Große Koalition mit Stimmen der SPD. Es war dasselbe Gesetz, in dem der Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz und das Betreuungsgeld beschlossen wurde. Es war der Kanzlerkandidat Steinbrück, der das Betreuungsgeld damals als vernünftigen Kompromiss bezeichnet hat. Ich selber wäre übrigens nicht auf die Idee gekommen, das Betreuungsgeld einzuführen, weil das ist sozusagen erstmalig, dass wir für die Nichtinanspruchnahme einer öffentlichen Leistung Mittel bereitstellen. Aber Ihre Partei hat es ja auch getan. Als ich dann in den Monaten der Kritik mitbekommen habe, mit welcher Häme, zum Teil auch Hetze, gegen das Betreuungsgeld angetreten wird und damit gegen Eltern, die sich, und das ist die Entscheidung der Eltern und nicht des Staates, dazu entschlossen haben, ihre Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr, also Kleinkinder, selber zu betreuen, habe ich gesagt, so, jetzt bin ich gerade für das Betreuungsgeld, denn es gibt wirklich Schlimmeres, als wenn die Kinder
als wenn die Eltern ihre eigenen Kinder selbst erziehen möchten. Wenn wir Wahlfreiheit wollen, dann gehört zu der Wahlfreiheit auch, dass Eltern sagen, solange meine Kinder 2 und 3 Jahre alt sind, möchten wir gerne unsere Kinder selber betreuen. Der Staat stellt für jeden Kita-Platz etwa 1.000 Euro zur Verfügung. Ein Kita-Platz kostet 1.000 Euro. Und jetzt sprechen wir beim Betreuungsgeld über 100 oder 150 Euro im Monat. Wenn, sage ich ausdrücklich hinzu, wenn wir es auch über das dritte Lebensjahr hinaus zahlen würden, hätte ich große Bedenken. Wenn die Beträge höher wären, hätte ich ebenfalls große Bedenken. Aber das ist im Grunde eine Anerkennung des Staates für die private Erziehungsleistung der Eltern, die zu Hause erbracht wird. Und diese Masse, es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen, aber diese Häme gegen das Betreuungsgeld und gegen die Eltern, die das in Anspruch nehmen, dafür habe ich kein Verständnis. Da möchte ich an einem Punkt aber ganz heftig widersprechen. Ich bin ein deutlicher Kritiker des Betreuungsgeldes, aber es liegt mir fern, Eltern zu kritisieren dafür, wie sie ihre Kinder betreuen lassen oder wie sie das machen möchten. Das soll jeder für sich selber entscheiden, da würde ich auch niemandem reinreden und das verbitte ich mir auch, das zu vermischen. Kritik am Betreuungsgeld heißt nicht Kritik an den Eltern. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Und Sie wollen doch nicht, dass es die Eltern nehmen. Ich möchte gar nicht, dass es Ihnen angeboten wird. Sie möchten nicht, dass es die Eltern nehmen. Oder möchten Sie, dass die Eltern es in Anspruch nehmen? Wenn Eltern... Ja oder nein? Ich möchte gar nicht, dass es angeboten wird. Nein, möchten Sie, dass es Eltern in Anspruch nimmt? Das Angebot ist ja da. Ja, das ist ja gut. Also wenn Eltern in der Situation sind, dass sie ihr Kind zu Hause betreuen möchten und es das staatliche Angebot von Betreuungsgeld gibt, da wäre jeder blöd zu sagen, das beantrage ich nicht. Aber ich möchte ja gerade, dass es gar nicht erst angeboten wird, um auch keine falschen Anreize zu setzen. Herr Bossmann hat den aus Frackigkeit zugestimmt, weil ihn es so geärgert hat, dass die Eltern... Nein, Herr Nils, ich habe gerade gesagt, ich selber wäre nicht auf die Idee gekommen, aus ordnungspolitischen Gründen. Aber die Häme und die Hetze, Herdprämie und Ähnliches, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Als wenn es eine Katastrophe für das Land sei, wenn Eltern sagen, mein Kind ist 16, 17 Monate alt, ich möchte mein Kind gerne selber erziehen und der Staat sagt, da unterstützen wir die Familie finanziell. Wo ist da die Katastrophe? Naja, aber das ist die Fehlleitung von Investitionen. Also ich finde auch, dass man, wenn man sagt, dass man grundsätzlich gegen das Betreuungsgeld ist und nicht damit in irgendeiner Weise gegen ein Erziehungsmodell, das ist doch eine berechtigte Position. Ich bitte schon, so wie es eine berechtigte Position ist, zu sagen, es gibt doch Argumente für das Betreuungsgeld. Wir fallen doch nicht über diejenigen her, die gegen das Betreuungsgeld sind, sondern die Gegner des Betreuungsgeldes fallen über das Betreuungsgeld her. Das sind da zwei verschiedene Sachverhalte. Ja, aber wir fallen nicht über die Leute her, die diesen Anspruch nehmen. Es ist doch paradox zu sagen, wir möchten nicht, dass es gibt, finden es aber gut, dass es genommen wird. Aber das ist aber jetzt ganz kurios. Er hat gesagt, es ist nicht gut, dass es dieses Geld gibt. Genau. Nee, es geht nicht ums Geld, sondern um die Inanspruchnahme. Das ist nicht das Thema. Das sind unterschiedliche Dinge. Ich kann doch nicht Inanspruchnahme und Bereitstellung voneinander trennen. Er war ja dafür, dass es überhaupt nicht erst eingeführt wird. Ja eben, das verstehe ich. Mehr hat Herr Außenhoff nicht gesagt. Ja, wenn jetzt jemand Anspruch hat, soll er es natürlich auch in Anspruch nehmen. Das ist doch ganz klar. Eben. Nur, darf man aber doch nicht die Motive der Betroffenen in Frage stellen. Nein, ich habe mich ja nur dagegen gewehrt, dass Sie die Kritik an dem Betreuungsgeld vermischen mit einer Kritik an den Eltern, die ja gar nicht stattfindet. Jedenfalls nicht durch mich und auch nicht durch meine Parteifreunde. Aber Sie halten noch für falsch, dass es das gibt. Ja, natürlich. Das ist ein Unterschied. Aber wir haben persönlich auch, also ich weiß auch diesen Vorwurf der Häme zurück, den habe ich nie geäußert. Aber ich bin genau wie Herr Außenhoff. Bundestag dabei. Ich habe die Debatten alle verfolgt. Die Ausdrücke, die da gefahren sind, werden Sie zum Teil gar nicht kennen. Oder hoffe ich wenigstens, Jetzt bin ich in Sippenhaft. Ich bin auch der Meinung, das setzt falsche Anreize. Und wir haben eben im Bereich der Schule, hat der Außenhof ja gesagt, wir haben das Problem, wir haben Ogata, haben wir jetzt hier in Stadtpark flächendeckend 26 Grundschulen im offenen Ganztag. Und dann werden die Kinder 10, dann kommen wir auf die weiterführende Schule und dann sind die am Mittag wieder alleine. Das ist einfach ein Problem. Und wir würden gerne dieses Geld statt, also eben nicht Herdprämie, sondern das Elterngeld, würden wir lieber in die Ganztagsbetreuung investieren. Bei den Kleinen. Das ist auch kein Elterngeld. Unter Dreijährigen und auch bei den dann über Zehnjährigen. Also ich meine, man müsste dann noch was zu sagen. Und zwar ist es so, dass ja dass die Betreuung Kita-Plätze den Bedarf von 40% der Eltern entspricht und dass immerhin die anderen 60%
gerne ihr Kind zu Hause erziehen nee, das stimmt wollen. Nicht. Doch, 39,2%. Das mag eine Umfrage sein. Wir haben hier in Berlin nicht eine Umfrage, wissenschaftliche Untersuchung. Wir haben hier Nachfrage nach Plätzen. Ja, und gehen ja, Sie gut, mal das an der Regionalfrage. Wir können hier locker nur gesetzliche Maßnahmen gesetzt worden. Wir kommen an 90% trotzdem nochmal weiter. Nein, das war ja die Grundlage der Entscheidung. Darf ich das trotzdem nochmal weiterführen? Sagen Sie, der Betreuungswunsch ist 100% bei den 2- und 3-Jährigen. Nee, aber bei 90 sind Sie locker. Nein. 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 Entschuldigen Sie, der Bedarf ist ausgerechnet worden aufgrund einer solchen Umfrage. Aber an der Stelle wenn Sie da machen mal den Faktencheck und checken das einfach nach und werden dann nochmal nachschauen. Richtig, 2- und 3-Jährige. Danach steigt der Betreuungswunsch deutlich an. Wir sprechen von 2- und 3-Jährigen. Unabhängig jetzt von diesen. Nochmal zum Betreuungsgeld. Ich bin also der Meinung, aufgrund dieser Vorrede, dass man auch Eltern, die Kinder zu Hause erziehen, natürlich positiv auch da, wo Bedarf ist, mit finanzieller Unterstützung zur Seite stehen muss. Ich bin überhaupt der Meinung, dass viele Sozialtransferleistungen sich stärker am Bedarf orientieren sollten. Das Betreuungsgeld ist aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist für 100 Euro kein Entscheidungsfaktor. Wenn, muss man die Kinderförderung ganz anders aufbauen im Elternhaus und auch die finanziellen Aspekte dazu anders setzen. Das heißt, gezielt benachteiligte Familien fördern oder was meinen Sie damit? Ja, man muss man muss das auch staffeln, natürlich. Also es geht doch nicht, also wenn ich Millionär bin, würde ich mich ja schämen, 100 Euro Betreuungsgeld anzunehmen. Das ja? tun die nicht, das tun sich nicht. So, aber es geht, ich meine nur, der Anreiz muss anderswo liegen. Der muss da liegen, wo er tatsächlich ein Anreiz ist. Und diese 100 Euro, die sind das nicht. Die werden ja auch kaum in Anspruch genommen bisher. So, und da kann man sich steuerliche Maßnahmen denken, da kann man sich auch Kindergeld und sowas denken. Immer aber, nach meiner Meinung, auch bedarfsorientiert. Wenn jemand Geld genug hat, der soll keine Sozialleistung, das sehe ich eigentlich so, auch das Betreuungsgeld in Anspruch nehmen müssen. Okay, jetzt kommt ein ganz großer Sprung. Keine Veranstaltung, keine Wahl, egal ob kommunal oder Bundestagswahl, im Rheinisch-Bergischen Kreis ohne Thema Fluglärm. Diejenigen, die jetzt schon sind alle schon im Wahlkampf dabei gewesen, sind natürlich jetzt laufend Gefahr, Textbausteine jetzt abzurufen. Nicht dennoch die Frage an die Runde, Fluglärm. Ich könnte jetzt direkt fragen, Nachtflug für Köln-Bonn, aber ich lasse es mal bei allgemeiner Fluglärm. Im Bundestag gibt es dann die Möglichkeit, eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland, die dann auch Köln treffen würde? Also es gibt auf jeden Fall für Köln die Möglichkeit, dass der Bundesverkehrsminister ein Nachtflugverbot ausspricht. Das hat er abgelehnt. Wir haben das mit der SPD zusammen angefragt über die Landesregierung. Dann haben sie aber erstmal verneint, dass er überhaupt zuständig ist. Nachher hat er sich dann doch für zuständig erklärt und hat es mal abgelehnt. Das heißt, da besteht auf jeden Fall eine Möglichkeit, jedenfalls für die Parteien und Fraktionen, die die Bundesregierung stellen, auf den Bundesinnenminister entsprechend, auf den Bundesverkehrsminister, Entschuldigung, einzuwirken, ein Verbot auszusprechen. Und das würde natürlich auch befürworten. Wir haben bei uns im Programm ganz klar drin, dass wir ein Recht auf Nachtruhe fordern. Es gibt im Übrigen auch neue Studien, die ganz klar belegen, dass auch niederschwellige Lärme eine Gesundheitsgefahr darstellen und insbesondere Herz- und Kreislaufprobleme befördern. Die sind noch nicht in der Fluglärmkommission gelandet, die werden dort aber demnächst thematisiert werden. Insofern von uns ganz klar ein Recht auf Nachtruhe und es ist überhaupt nicht einzusehen, dass die UPS ihre Frachtflüge aus Louisville so taktet, dass dort die Nachtruhe gewährleistet ist und hier sie nachts ankommen. Das kann nicht sein. Achso, Moment, Sie sind also auch für, nicht nur, bisher ging es um Passagiermaschinen, Sie sind also auch für das Nachtflugverbot für Fracht. Genau, also das Nachtflugverbot für Passagiermaschinen. Ja, Moment, das muss man unterscheiden. Das war für uns eine Kompromisslinie. Wir möchten ein generelles Recht auf Nachtruhe am Köln-Bonner Flughafen. Das heißt, keine Passagierflüge und keine Fracht. Will das auch die Landesregierung? Ich weiß nicht, ob das die Landesregierung möchte. Dann müssen wir gleich mal Herrn Zeisen. Aber die Grünen sind doch in der Landesregierung. Die Grünen möchten das. Und okay. dass wir uns hier so auf das Passagierflugverbot konzentrieren, das liegt daran, weil Sie kennen das, Sie waren ja auch schon mal oder sind in der Koalition, dass man da gemeinsam Nenner finden muss. Und mit der SPD ist der gemeinsame Nenner, dass die Passagierflüge zunächst mal eingeschränkt bzw. verboten werden. Und der Forderung haben wir uns gemeinsam verschrieben. Als Grüner fordere ich ein uneingeschränktes Recht auf Nachtruhe am Köln-Bonner Flughafen. Und das beinhaltet dann auch? Das beinhaltet auch natürlich Frachtflüge. Ne? Die Frage ist halt, wir müssen es durchsetzen und wir haben ja nun mal nicht die absolute Mehrheit. Auch nach der nächsten Wahl ist es unwahrscheinlich, von daher brauchen wir einen Partner, mit dem wir das zusammen umsetzen können. Klare Position. Ja, also Herr Wassmer hat ja eben in Anspruch genommen, dass er als Bundestagsabgeordneter nicht der Obervater für die
die kommunalen Beamten ist, so bin ich das auch nicht für unsere Landtagsabgeordneten. Wir sind da in einem Gespräch, also aus meinem persönlichen Empfinden, das habe ich dem Steueranzeiger auch schon mal in einem Interview gesagt, ist auch abgedruckt worden. Mit den Passagierflügen ist es so, die müssen für mich nicht nachts um 3 Uhr stattfinden. Im Gegenteil, viele Kunden beschweren sich darüber, sie buchen im Oktober eine Reise, da wird ihnen versprochen, sie fliegen um 10 oder 11 Uhr, angenehm nach dem Frühstück. Und dann kriegen sie, nachdem sie 20-30% des Reisepreises gezahlt haben, kriegen sie mitgeteilt, dass der Flug jetzt leider um 4.30 Uhr geht. Mir mehrfach passiert, jetzt gerade im Sommer wieder, wir sollten erst mit Air Berlin fliegen, auf einmal war es German Wings, 4.30 Uhr nach Ibiza, super. Das brauche ich nicht, ich glaube, das braucht niemand. Das ist eine reine Gewinnmaximierung der Fluggesellschaften. Das wird an anderen Flughäfen ist das nicht möglich. In Düsseldorf ist das deutlich eingeschränkt. Das können wir auch in Köln-Bonn machen. Dazu kommt, dass ich in Köln-Neubrück groß geworden bin. Da können Sie die Profile der Reifen erkennen, wenn die Maschinen drüber fliegen. So niedrig sind die da schon. Und als ich da aufgewachsen bin, gab es einen Blumenbomber, der kam immer morgens um 6 Uhr aus Israel. Mittlerweile ist das aber ein Vielfaches davon und meine Mutter lebt heute noch in dem Haus. Und das ist auch, trotz Fenster, die der Flughafen auch bezahlt hat, eine massive Lärmbelästigung nachts und gerade für ältere Menschen eine unheimliche Belastung. Ohne den Busplatz vorzugreifen, ja. Sie sagen nicht, dass der, dass der Flugverkehr für Güter, dass er komplett verboten werden soll. Nee, da kann, also wenn man einigermaßen vernünftige Wirtschaftspolitik hier im Ruhrraum Köln betreibt, kann man das nicht 100% so unterschreiben. Das funktioniert nicht. Also wir sind ja auch für Arbeitsplätze verantwortlich. Und der Flughafen ist auch einfach ein Jobmotor, das muss man sehen. Aber die Dinger können zum Beispiel leiser sein. Also die alten Maschinen gehören ausgemustert, da gehören neuere Maschinen. Da müssen entsprechende hohe Gebühren für laute Maschinen aufgerufen werden, damit eben die Fluggesellschaften Interesse haben, so leise wie möglich und so zielgenau die Abflugkorridore einzuhalten. Okay. Herr Mosbach. Ja, bitte um, gefühlte tausendmal diese Frage war bitte um oder? Verständnis, dass ich mich an der Rechtslage orientieren muss. Ich kann hier keine wilden Geschichten erzählen. Das ist es richtig, dass das Land den Bundesverkehrsminister aufgefordert hat, einer Nachtflugruhe für Passagiermaschinen zuzustimmen. Das hat das Land getan, weil das Land weiß, dass der Bundesverkehrsminister jeden Prozess verlieren würde. Der Flughafen Köln-Bonn hat eine Nachtfluggenehmigung bis zum Jahre 2030 und ich weigere mich, den Menschen das Gegenteil zu erzählen oder den Eindruck zu erwecken, als sei ein Politiker in der Lage, an dieser Rechtsposition des Flughafens etwas zu ändern. Der Flughafen würde jeden Prozess gewinnen, übrigens wahrscheinlich auf Kosten der Steuerzahler. Deswegen geht es jetzt darum, die Lärmbelastung für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Einmal völlig richtig angesprochen durch eine Gebührenpolitik, die es für laute Flugzeuge völlig unattraktiv macht, nachts Köln-Bonn anzufliegen. Zweitens durch eine Optimierung der An- und Abflugrouten, ganz, ganz wichtig. Und drittens passiver Schallschutz, dass der Flughafen auch, was er übrigens auch macht, mehr tut. Mhm. Als er eigentlich gesetzlich tun müsste. Dass wir alle gerne einen geräuschlosen Flugbetrieb hätten, das steht doch völlig außer Frage. Ich selber wohne seit 25 Jahren in Hakenath. Ich kann das gut beurteilen, wie der nächtliche Fluglärm sich entwickelt hat. Die Bosporn schlafen auch lieber bei offenem Fenster als bei geschlossenem Fenster. Man muss allerdings auch der Wahrheit die Ehre geben, dass dieses Thema wird ja immer fein ausgeklammert, dass der Flughafen auch ein Jobmotor ist und dass jede Einschränkung natürlich einen massiven Abbau von Personal zur Folge hätte. Das muss man wissen. Man wünscht immer, das wird die Folge sein. Das muss man dann als Politiker den Mut haben, das den Menschen auch zu sagen. Wir Köln-Bonn ist beim Frachtflug in Deutschland an dritter Stelle. Hinter Frankfurt und Leipzig, Halle Leipzig. Beim Express-Frachtflug ist Köln-Bonn an erster Stelle. Das muss man wissen. Und das Wichtige ist, dass man bei der Bevölkerung keine Hoffnungen erweckt, die man realistischerweise nicht erfüllen kann. Also sollte man sich auf das konzentrieren, was wirklich realistisch ist. Und das ist Gebührenpolitik. Das ist Optimierung an- und Abflugrouten und das ist passiver Lärmschutz. Und Sie sagen nochmal, Sie sagen, juristisch durch diesen Vertrag hat Politik keinerlei Möglichkeit an dem Status quo, der jetzt bei dem Flughafen. Ja, das ist eine sichere Rechtsposition, die der Flughafen hat und zwar deshalb über einen längeren Zeitraum, weil daran natürlich auch Millionen Investitionen
des Flughafens hängen. Das muss man wissen. Gut, aber 2030, das ist in 17 Jahren. Ja, eben. Wird es die Situation geben? Und völlig andere Lage. Was würden Sie dann sagen? Ja, entschuldigen Sie mal, Frau Brandt sagt, dann müssen wir uns die Lage angucken. Da wird ja nicht 2029 entschieden, sondern im Jahre, Jahre im Voraus wird entschieden für den Zeitraum danach. Wir investieren enorm an Forschungsmittel in leisere Antriebe. Das wird man sich doch dann genau ansehen müssen, wie die Belastung. Natürlich gibt es schlimm genug durch nächtlichen Fluglärm Aufweckreaktionen und erhebliche körperliche Belastungen und Schädigungen. Das ist leider so auch unbestreitbar und deswegen arbeiten wir daran. Das ist Technik, das ist, wie gerade erwähnt, das ist die Forschung, das ist die Gebührenpolitik. Und da liegt ja keiner zur Tagesordnung über und sagt, das ist jetzt so bis 2030, wir müssen uns nicht mehr anstrengen. Im Gegenteil, auch der Flughafen selber unternimmt ja enorme Anstrengungen, um die Bevölkerung nicht über Gebühr mit Fluglärm zu belasten. Das heißt, Ihre Hoffnung wäre, dass bis 2030 so viel technisch passiert ist, dass man sagen kann, okay, wir erhalten den Jobmotor sozusagen und führen das Nachtflugverbot nicht ein, weil die Maschinen leise genug sind? Ja, das sind jetzt noch 17 Jahre. Ja. Also es wäre jetzt wirklich abenteuerlich von jedem, der hier am Tisch sitzt, eine Erklärung abzugeben, wie es nach 2030 weitergeht. Ja. Aber dass das Thema Fluglärm immer größere Bedeutung beigemessen wird und vor allen Dingen Vermeidung von gesundheitsschädlichen Auswirkungen, das ist so. Im Übrigen haben wir in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, die noch stärker betroffen sind an Bahnstrecken, an Eisenbahnstrecken. Das ist ein großes Thema bundesweit und deswegen legen wir da großen Wert drauf. Antriebstechnik und passiven Schadschutz. Ja, ich habe da nicht viel mehr zu sagen, nur ich wollte noch in Erinnerung rufen, dass auch die FDP gegen diese Tourismusaktivitäten am Flughafen in der Nacht eingetreten sind. Es ist dann anders gekommen aufgrund der Rechtssituation. Was man machen kann, ist gesagt worden, dem schließe ich mich an. Und wir hoffen, dass einerseits derzeit bereits in ausreichendem Maße auch die lärmintensive Flugmaschine, dass die entsprechend mit Landegebühren und so weiter belastet wird. Muss unattraktiv werden, mit lauten Flugzeugen zu starten und zu landen. Da kann man im Moment etwas machen. Auf die Dauer, ich denke, wir sollten den Standort Flughafen erhalten, aber wie es 2030 ist, haben wir ja auch diskutiert, hoffen wir, dass die Technik uns mehr bietet. Darf ich dann alles schon noch mal kurz einhaken? Herr Bosbach hat gesagt, dass der Bundesverkehrsminister jedes Verfahren verlieren würde. Also das entscheiden ja letztlich die Gerichte und im Zweifelsfall auch das Bundesverfassungsgericht, denn hier geht es um ein Grundrecht, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wir wissen, Fluglärm ist gesundheitsschädlich. Ja, aber dann hätte doch schon längst geklagt werden können. Ist doch schon geklagt worden. Ja, aber es muss ja erst klar, wie die Prozesse ausgegangen sind. Ja, es müsste ja erstmal der Minister die Betriebserlaubnis für nachts streichen und dann könnte er erst mal geklagt werden. Auf Grundrechtsverletzungen können Sie jederzeit klagen. Das heißt, es hat ja auch schon Klagen gegeben. Ich hoffe, Sie wissen, wie diese Prozesse ausgegangen sind. Wenn jemand der Meinung ist, staatlicherseits in seinen Grundrechten verletzt zu werden, dann steht ihm das Bundesverfassungsgericht ja offen. Und es hat ja auch schon entsprechende Prozesse gegeben. Ja, aber Sie werden sicherlich mit nach Berlin und Sie sagen auch, dass in Herkal wohnt, dass hier so eine gewisse Ohnmacht darüber ist, dass es jetzt in Gesetzen nicht, also dass Politiker nicht verhindern können, wenn ein Großteil der Bevölkerung sagt, damit soll eigentlich vorbei sein und jetzt in anderen Bundesländern anders funktioniert. Aber gut, wenn es die rechtliche Position ist und Sie sagen, das wird auch so bleiben, dann wird es auf jeden Fall. Bis 2030. Auch, dann wird es auf jeden Fall auch bei uns ein spannendes Thema. Ich möchte vor allem nicht den Eindruck erwecken, als seien wir in der Lage, die Rechtslage außer Kraft zu setzen, indem ich am 23. September einen Brief bekomme. So, Herr Bosbach, Sie haben uns das doch versprochen. Damit Sie gewählt werden, haben Sie uns das versprochen und jetzt lösen Sie mal Ihr Versprechen ein. Das habe ich noch nie gemacht, das mache ich auch nie. Ja, dann, das passt ja, das mache ich noch nie. Ich weiß, Sie sind in der Runde derjenige, der sich auch dadurch profiliert hat, dass er in seiner Partei eine Minderheitenposition eingenommen hat, als Skeptiker bei der Rettungsaktion in Griechenland. Ich will Sie jetzt gar nicht danach abfragen, was Ihre Position in Griechenland ganz konkret ist. Das haben Sie gleich Gelegenheit dazu, aber ich frage mal einige andere. Sind Sie alle drei brave Parteisoldaten, die bei dem Parteibuch Ihrer jeweiligen Partei nichts, aber auch gar nichts auszusetzen haben? Ach, da findet man sicherlich was, wenn man da sucht. Also auch gerade die Euro-Rettung war ja auch innerhalb der grünen Bundestagsfraktion nicht unumstritten. Da gab es auch etliche, die ja nicht mitgestimmt haben. Ob ich in der konkreten Situation nicht mitgestimmt hätte, das würde ich gar nicht sagen. Ich hätte eine Menge kritisieren gehabt an dem
Rettungspaket und wie er vor allen Dingen umgesetzt wurde durch die Bundesregierung. Denn was Frau Merkel hauptsächlich gemacht hat, ist ja auf dieses unerbittliche Sparen zu drängen. Es ist richtig, in Griechenland und in anderen Ländern, die von uns Hilfe bekommen, da muss gespart werden. Läuft da falsch, da wird Geld verschwendet, da gibt es Strukturen, die überborden, da fehlt es an der Finanzverwaltung an anderer Stelle. Das muss gemacht werden, aber das muss Grenzen haben. Ich wollte Sie aber gerade dazu, dass Sie Ihre eigene Partei kritisieren und sagen, also da bei dem Parteipunkt, da gehe ich auch gar nicht mit. Also so richtig gar nicht mitgehen. Es gibt Diskussionen über ein bedingungsloses Grundeinkommen. So, und da bin ich skeptisch, ob das funktioniert. Da bin ich so sehr Diplom-Mathematiker, der sagt, naja, das muss man aber nochmal deutlich durchrechnen. Was ist mit dem Veggie Day? Der Veggie Day ist ein spannendes Thema. Da müssen wir erstmal der Bild-Zeitung danken, dass sie da so groß getitelt hat, Grüne wollen Fleisch essen verbieten, was ja gar nicht stimmt. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Leute tatsächlich glauben und doch unreflektiert weitertragen, was in der Bild-Zeitung steht. Was im Programm steht zum Veggie Day, unter dem Stichwort Veggie Day, das ist nahezu ein Nebensatz. Und da steht, wir möchten, dass in öffentlichen Kantinen es an einem Tag der Woche einen fleischlosen Tag gibt. Nein, es soll geben. Soll geben, ja. Soll heißt in der Rechtssprache, muss, wenn kann. Ja, also im Parteiprogramm ist jetzt nun mal nicht nur von Juristen verfasst und ich denke, das kann man auch mal anders lesen. Das ist jetzt nicht so, dass wir da direkt ein Gesetz verabschieden also wollen. Wir brauchen ja nicht gerade Veggie Day alleine zu nehmen. Es gibt 28 andere Verbote. Ja, aber bei dem Punkt nochmal, was wir eigentlich da möchten, ist, dass wir eine Diskussion anschieben darüber, über Fleischkonsum. Ja, wir wissen heute, dass etwa doppelt so viel Fleisch gegessen wird, wie gesund ist. Das muss jeder selber entscheiden, das will ich auch gar nicht beeinflussen, aber wir müssen zumindest aufklären, auch das ist Aufgabe der Politik. Dann hat auch billiges Fleisch seinen Preis, nämlich Massentierhaltung, Tierleid, Massenmissbrauch von Medikamenten in der Massentierhaltung. Aber höre ich da so raus, dass dieses etwas Vormundhafte Ihrer Partei, dass das auch nicht immer in Ihren Geschmack trifft? Ja, also es trifft eigentlich meinen Geschmack, wenn in den Medien, dann spreche ich hauptsächlich von der Bild-Zeitung, so der Eindruck erweckt wird, wir wollten das. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen niemandem vorschreiben. Wir hatten ein Sommerfest bei den Grünen und da haben wir leckeres Biofleisch hier aus der Rhein-Berg-Galerie gegrillt, hatten einen Riesenspaß dabei und den Spaß gönne ich natürlich jedem. Das will ich doch niemandem einschränken. Ich verpilze in Ihrer Parteizentrale. Ja, also ich habe mir immer vorbehalten, mich nie abhängig zu machen von der SPD so weit, dass ich also irgendwie alles mitgeben muss. Es muss irgendwie in meinen Gedanken immer die Freiheit da sein, zur Not mal zu sagen, so bis hierhin, nicht weiter und das war's jetzt. Aber gibt es einen konkreten Punkt in dem Parteiprogramm? Ich habe jetzt eben versucht, danach zu suchen, ob ich irgendwann in den 15 Jahren, die ich jetzt hier auch Kommunalpolitik mache, ob ich da irgendwas gestolpert bin, wo ich gar nicht mit klarkommen konnte, aber ist mir nichts eingefallen. Also, vielleicht wollen die Kollegen helfen. Würde Ihnen was einfallen, wo Sie Herrn Seifen darauf ansprechen wollen? Ja, sozial, was haben wir gemacht, was ich nicht hätte mittragen können? Also ich weiß nicht, ob Herr Zahlen, wenn er damals im Bundestag gewesen wäre, allen vier Hartz-Gesetzespaketen zugestimmt hätte. Das weiß ich nicht. Das ist gut. Die Frage ist Gott sei Dank nicht gestellt worden. Gut. Ja, ich glaube, Sie werden jetzt ausgelassen bei der Frage. Ne? Ja, bei uns ist ich habe das unter Beweis gestellt, hinlänglich. Ja. es ist auch achtungsvoll, muss man sagen, wenn man zu seiner Meinung steht. Und ich finde da gar nichts Schlimmes bei, wenn man sachliche Argumente hat und die vorträgt. Wir sind ja auch eine liberale Partei, wir haben auch solche Abweichler. Herrn Schäffler werden Sie erkennen. Und Herr Schäffler ist bei uns nicht abgestraft worden bei der Kandidatenaufstellung, sondern er steht auf einem sehr aussichtsreichen Listenplatz. Wir können solche Leute integrieren. Insofern habe ich auch gar keine Hemmungen, Dinge zu verbergen, die ich lieber anders hätte, als das offizielle Wahlprogramm der FDP es darstellt. Ich muss natürlich immer wieder darauf hinweisen, wenn ich so etwas sage, dass das nicht die offizielle Meinung der FDP ist. Aber dass ich zum Beispiel sage, ich könnte mir ein Familiensplitting vorstellen, je nachdem, wie es gemacht ist, natürlich bestandswahrend, aufkommensneutral und so weiter. Da gibt es Möglichkeiten, das wird hier in einem Schlagwort immer dargestellt. Familiensplitting ist einfach Ehegattensplitting entfällt. Das muss es ja gar nicht sein. Aber da an der Schraube etwas zu drehen, an der Steuerverteilung, da weiche ich im Moment in meinen Ansichten etwas von der Parteiansicht im Programm ab. Ich habe das auch überall reingeschrieben, wo ich gefragt worden bin als Kandidat. Meine Herren, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank. Wir würden gerne, dass Sie den Wählerinnen und Wählern sozusagen am Ende mit einem Satz sagen, warum ausgerechnet Sie eine gute Wahl sind am 22. September. Vielleicht fangen wir jetzt mal so an, wieder bei Ihnen, Herr Ludemann. Ich bin eine gute Wahl, weil ich glaube, dass wir die richtige Richtung, es geht hier um eine Richtung, über die wir abstimmen, dass wir die richtige Richtung einschlagen, wenn wir mit der FDP gehen.
Und ich kann das zwar selber nicht vertreten, Sie haben das ja eingangs gesagt, aber ich glaube, meine Netzwerke sind so, dass ich auch Dinge vertreten könnte innerhalb der Partei, wenn ich nicht im Bundestag bin. Und deswegen können Sie mich ruhig wählen, das stärkt uns. Ich hoffe, dass ich in den letzten 19 Jahren im Deutschen Bundestag bewiesen habe, dass ich meine Heimat, den Rheinisch-Bergischen Kreis, gut vertrete und dass ich auch für die Menschen ein offenes Ohr habe, die nicht meiner Partei zuneigen, die, was ich natürlich sehr bedauere, ihre Zweitstimme der politischen Konkurrenz geben. Aber wenn ich dem glauben darf, was noch vor wenigen Minuten die Bürgerinnen und Bürger mir auf dem Marktplatz in Bergisch Gladbach gesagt haben, dann bringen die Menschen mir großes Vertrauen entgegen. Und darauf wird es am 22. September entscheidend ankommen. Wem bringen die Menschen in Sachen Kompetenz und Seriosität das größte Vertrauen entgegen? Ja, ich bin eine gute Wahl, weil meine Partei und ich ein Programm anbieten, wo 95% der Menschen hemmungslos ihrem Egoismus nachgeben können, nämlich für sich, ihre Kinder und ihre Familien das Beste bekommen werden. Sie werden mehr Einnahmen über ein Kindergeld haben, sie kriegen gesichertes Mindestlohn, sie kriegen eine vernünftige garantierte Rente, keine Altersarmut, alles die Gelegenheiten, die man ergreifen sollte. Ja, ich möchte mich im Bundestag dafür einsetzen, dass die Energiewende erfolgreich zu Ende gebracht wird, insbesondere hier für den Rheinisch-Bergischen Kreis mit viel Energie in Bürgerhand. Außerdem möchte ich ganz dringend noch ein paar Verbote abschaffen, unter anderem das Verbot für Asylbewerber, sich auszubilden und zu arbeiten und einige mehr. Ja, da bedanken wir uns. Und sind gespannt, wie es am 22. September dann hier ausgeht. Vielen Dank. Ja.